An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit wieder verschärft auf die EZB. Bislang kaufte sie Staatsanleihen für insgesamt knapp 800 Milliarden Euro. Jetzt will EZB-Präsident Draghi ab kommender Woche noch einmal 80 Milliarden pro Monat drauflegen für Unternehmensanleihen. Frank Bethmann, was sagen die Börsenexperten zu Risiken und Nebenwirkungen? Der Beipackzettel ist lang und viele fragen sich, warum das jetzt auch noch? Und darf die Europäische Zentralbank diese Medizin überhaupt noch verabreichen? Sie tut es einfach, ihr neuestes Schwert im Kampf gegen die Deflation. Künftig kauft sie also nicht nur Anleihen von Staaten auf, sondern auch Anleihen von Unternehmen. Auch BMW, Siemens oder Bayer brauchen nicht unbedingt zur Bank laufen, wenn sie Geld benötigen. Auch sie können stattdessen Anleihen ausgeben. Und wenn sie attraktive Zinsen bieten, finden sich dafür auch Abnehmer. Die Europäische Zentralbank als zusätzlicher Abnehmer hilft jetzt also demnächst den Unternehmen, sich zu finanzieren. Warum? Weil sie hofft, dass die Konzerne ihrerseits dann kräftig in Maschinen und Fabriken investieren und so die Konjunktur ankurbeln. Soweit die Theorie. Tatsächlich befürchten Ökonomen, dass die Konzerne eher etwas anderes machen. Sie könnten die Gelegenheit nutzen, Geld auf die hohe Kante zu legen, oder sie nehmen die Mittel und kaufen andere Konzerne. Nicht wenige hier gehen davon aus, dass dieser nächste Schritt der EZB nicht die Konjunktur, sondern das Fusionskarussell ankurbelt. Bayer und Monsanto lassen schon mal grüßen. Und was ist eigentlich, wenn einzelne Unternehmen pleite gehen sollten, denen die EZB Geld geliehen hat? Wer kommt für diese Verluste auf?